ja, liebe Zuschauer, ihr seht, das ist Teil des ganzen Fest von IB Frauen. Tour 19 von den Young Boys ist das Nonplusultra auf diesem Level. Und sie haben verdient, heute im Finale den Sieg geholt und auch den Pokal, das dritte Mal in Folge. Die FC Luzern Frauen hat lange mitgehalten, aber IB hat Goal geschossen. Jedes Mal, wenn sie müssen, sind sie abgeklärt und haben dort das auch verdient. Hier sehen wir den langen Weg zu seinem Team, der Rolf Kirchhofer, der auch schon bei unserem Podcast war. Er kann jetzt zurücklaufen, ist schon mal getauscht worden von seinem Team. Und jetzt geht er noch mal zum Handshake. Bald gibt es die Trophäenübergabe durch Nora Häuptli, assistiert von Alana Burkhardt und einer anderen Kollegin. Entschuldige, das shaky Feeling. Ich bin nicht so ein geübter Kameramann. Und doch, es reicht. Nora Häuptli, U19-Nationaltrainerin, wird heute den Pokal und die Medaille übergeben. Natürlich viele Spielerinnen hier in diesen Teams, auch bei der Nora Häuptli, häufig im Training. Hier sehen wir die Vorbereitungen. Alana Burkhardt, sie macht Morgentrainings bei IB, spielt aber in der Nazi A bei Yverdon. Was sie nach dem Abstieg von Yverdon macht, das wissen wir noch nicht. Ja, jetzt muss man ein bisschen warten natürlich. Es wird gefeiert. Die Young Boys haben Freude. Hinten sehen wir das Team vom FC Luzern. So, wir wären bereit. Natürlich. Ein bisschen niedergeschlagen, die Luzernerinnen. Ja, und wie wir es können, im Schweizer Verhältnis. Alles soll sehr schnell gehen, aber Teams lassen sich Zeit. Im Fußball geht das nicht so ganz so schnell. Aber die Young Boys laufen langsam mit den neuen Trikots, mit den meisten Trikots zusammen. Wenn ihr sie hier anschauen wollt. Jo. Das ist der Moment. Viele von ihnen feiern noch, realisieren es gar nicht. Es ist einer von vielen Siegen für die Young Boys Frauen in dieser Saison. Nur ein haben sie verloren gegen St. Gallen. Dann die Playoffs dominiert, alles aus dem Weg geräumt, was ihnen im Weg gekommen ist. Und dann im Finale haben sie Luzern getroffen. Luzern hat in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, gut mitgehalten. Ist eigentlich das dominierende Team gesehen und hat dann nachher aber in der, 3 Goal bekommen in der ersten Halbzeit. Alle sehr, sehr gut rausgespielt. IB ist perfekt drin, seine Kräfte zu bündeln. Und nachher ist das natürlich schwierig gewesen. Der Applaus gilt diesen Damen hier hinten. Die FC Luzern Frauen natürlich ein bisschen niedergeschlagen. Nazi-Anspielerinnen Svenja Völmli und Chantal Ruf sind sogar noch aushelfen in ihrem eigentlichen Team, aber es hat nicht gelangt. Ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass es keine Silbermedaille gibt für Luzern. Und jetzt zurück zu IB. IB versucht, einen Choreo hinzubekommen. Man würde meinen, nach 3 Jahren hat man die schon im Griff? Hat man die schon im Griff? Aber das ist ja dann im Training immer ganz anders, als wenn es der Weg da ist, wenn dann der Pokal überreicht wird. Und jetzt gibt es den Applaus! Nico, die Fans sind natürlich alle auch schon da und feiern für die Young Boys Frauen. Das dritte Mal in Folge, aber sicherlich genauso süß wie jedes andere Mal. Und jetzt kommen sie, eine nach der anderen, und werden einen Medaillenbereich bekommen von der Nora Häuptli. Und dann Captain. Also ist der Lauf. Schweizer Meisterin ist Saison 2018-2019. Medaillenübergabe. Luisa Zeiler. Medaille. Safira Ino. Shania Sibali.
Asena Nguyen. Romina Suke. Bessere Winkel suchen. Amira Akhtawi. Patricia Stockigel. Saskia Bürki. Laura Schleus. Sarah Fitzpatrick. Chiara Salm. Leona Zolf. Laura Frey. Irena Redondo. Michelle Chudin. Asi Stephanie von Bell. Trainer Rolf Kirchhofer. Goalie-Trainer Adrian Lüdi. So ist der Pokal für die Jael Josch. Und da sind sie, die Meisterinnen in der 19. Das ist Young Boys, Young Girls, Team Wieler. Holt zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft nach einem gelungenen Superfinal. Wir wechseln jetzt zu den Interviews. Mal schauen, wer sich alles vor die Kamera wagt. Elisa, ihr seid ein abgeklärtes Team, spielt ein Final. Lasst euch nicht beeindrucken, dass Luzern mehr Ballbesitz hat. Schießt 3 Goal, wenn ihr es braucht. Sind in der zweiten Halbzeit dann noch mal so gefährlich? Super Abschluss für die Saison. Ja, das war super und auch die Luzern-Gegner waren super und wir waren voll motiviert für dieses Finale und eine super erste Halbzeit und da 3-1 gewonnen. Wie sind wir? Nachdem ihr so gut die Herrunde gespielt habt, die Playoffs, ist es schwierig, euch zu motivieren, um in den Playoffs nochmal alle so abfertigen? Schwierig, nein, das ist nicht das Wort. Einfach. Es war nicht schwierig, wir waren voll 100% im Training auch und auch wir hatten super Trainers und ja. Wenn man jetzt hier hinschaut, der dritte Titel in Folge, die erste Mannschaft braucht immer Spielerinnen. Wie viel Hoffnung malt man sich aus, dass man nächste Saison in der Nationalliga anspielt? Ja, die Nulls, die 2000, sie kommen und ich denke, ist ein schönes Unterstützen. Mal schauen für die 0-1. Und jetzt für dich persönlich, was denkst du? Gold um den Hals, mitgeholfen, dass ihr den Pokal holen dürft. Bist du nächstes Jahr in der Nationalliga? Nein, ich weiß nicht. Ich denke noch nicht. Nehmen wir Zeit und nochmal vielleicht noch mit U19 Meisterschaft so weiter möglich gehen. Und ja, ich weiß nicht. Merci vielmals. Vivienne, das Goal geschossen heute. Ihr seid auch in der ersten Halbzeit wahrscheinlich das bessere Team gewesen. Aber IB ist kaltblütig. Wie fühlt man sich nach dem Match? Ja, es ist sicher ein bisschen enttäuschend. Wir haben sehr gute spielerische Stafetten gemacht. Wir hatten auch Chancen gehabt, aber wir haben es einfach nicht gemacht. IB hat halt 2-3 Chancen gehabt und die sind innen.
und wir haben ein bisschen Pech gehabt, ja. Wenn man noch so eine gute Saison spielt, so gute Playoffs, hat man da wirklich gehofft, dass man da in dem Finale wirklich noch IB holen kann, oder? Ja, wir sind sicher positiv in das Spiel drin. Wir wollten Vollgas geben. Wir haben jede Sekunde gekämpft und leider hat es halt nicht geklappt. IB war stärker als wir. Was nimmt jetzt Vivienne Baumann selber mit in die nächste Saison von dem doch erfolgreichen Jahr mit der Luzerner U19? Ja, wir sind sicher, wir haben Höhe und Tiefe gehabt, aber wir nehmen sicher das Positive aus dem Spiel. Wir haben wirklich gekämpft und wir sind sicher auch gut gewesen. Aber jetzt geht es weiter, jetzt geben wir in der nächsten Saison Vollgas und das Ziel ist sicher, Meister zu werden nächste Saison. Merci vielmals. Ilona, 3-1, un bon résultat pour une finale. Et aussi l'or et le championnat pour vous. Qu'est-ce que tu sens de ce moment? Ben, c'est un super moment, plein d'émotions. On est super contents d'avoir pu gagner le titre. Et puis, 3-1, c'était un bon match. On s'est bien battu, on a dû persévérer à la fin, mais on est super contents et c'est super. Si à l'autre côté, il n'aurait pas allé à Van Wiesenbeek, une bonne gardienne, peut-être vous pouvez avoir fait encore le 4e, le 15e, le 5e, le 6e. Vous êtes un petit peu triste de ne pas avoir fait plus de buts? Non, je pense qu'on a eu nos occasions au début de match et on les a faites assez vite, donc on s'est mis vite en confiance. Et après, c'est vrai qu'il y a une bonne gardienne en face, donc on a fait ce qu'on a pu. Votre équipe est une équipe très, très disciplinée parce que vous n'avez pas utilisé toute votre force. Vous avez toujours attendu le moment juste pour attaquer. Quand vous avez attaqué, c'était tout techniquement parfait. Comment est-ce que vous avez réussi à devenir comme ça? Moi, je pense qu'on a une bonne organisation, on est bien discipliné, comme vous l'avez dit, et puis on sait quand il faut aller vers l'avant et des moments où il faut rester plus tranquille. Donc, on a des joueuses intelligentes pour faire ça et un coach qui nous donne les bonnes indications aussi, donc c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, personnellement, un titre de plus à le U19? Est-ce que tu veux maintenant faire le grand pas pour la National League A? Alors oui, on est très contente, c'est un titre de plus et puis on a une superbe équipe et voilà, on va voir ce qui va venir dans l'avenir. On va essayer de faire ce qu'on peut et puis se donner à fond, toujours vivre cette passion pour le foot et voir là où ça nous mène. Et qu'est-ce que tu penses de toutes ces fans qui sont venues ici aujourd'hui pour vous supporter? Bah, c'est super, il fait beau, tout le monde est là, il nous encourage et puis au PIB. Frau Bürki, für jemanden, der jetzt die ganze Zeit national gespielt hat, ist wahrscheinlich du 19. Weniger eine grosse Herausforderung gesehen, auch wenn Luzern so gut gespielt hat, oder? Ja, für mich ist es immer eine Herausforderung. Also egal wie jeder Match, ob es U17, wo ich angefangen habe, die Saison, oder U19 oder NLA. Für mich ist es immer etwas Besonderes. Gerade so ein Match, das kann man nicht vergleichen mit einem normalen Meisterschaftsspiel. Das ist immer etwas ganz anderes. Und von dem her war die Vorfreude genau gleich gross gewesen. Wie erlebt man so ein Team als Goalie, wenn man sieht, der Gegner hat zwar mehr Ballbesitz, aber immer wenn wir dann anziehen, haben sie keine Chance. Die drei Goalie in der ersten Halbzeit waren sinnbildlich dafür. Wird man da ein bisschen nervös oder ist man da einfach völlig ruhig? Also ich freue mich eigentlich für das Team. Oder es ist für mich auch schön, wenn es vorne läuft und wir vor unsere Chancen machen können, weil das gibt für uns hinten Sicherheit, dass wir wissen, dass wir hinten einfach, wir müssen da sein, aber vorne macht sie Goal und wenn wir unsere Aufgabe auch gut erledigen, dann kommt es gut eigentlich. Jetzt haben wir mit IB alles gewonnen hier in der U19. Sind es non plus ultra? Ich denke, nächste Saison wird man etwas Gleiches wieder erfahren, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist immer wieder das Saisonziel und auf das schaffen wir eigentlich ein ganzes Jahr lang darauf hin, auf diesen Match, auf das Spiel, auf diesen Moment. Und das ist sicher wieder das Ziel, ja. Für sie muss es speziell sein. Sie fangen in der U17 an, spielen dann U19, spielen Nazi A. Ihr Debüt in dem grossen Stadion in Genf. Wahrscheinlich schlägt dann das Herz auch etwas schneller. Dann haben sie die Saison zu Ende führen. Wie fest linsen sie auf die Nazi A und sagen, dass er einer Friedlich soll aufpassen? Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Aber ich freue mich für Serena, wenn sie wieder zurück ist, wenn sie wieder auf dem Platz ist. Wenn sie wieder das Team unterstützen kann, das ist unglaublich wichtig. Und
Ich freue mich über jedes Training, über jedes Mal, wenn ich mitgehen mit der NLA. Und klar ist es immer noch das Ziel für mich, darauf zu kommen. Aber ich habe immer noch Zeit, jetzt hier U19 mit dem neuen Team jetzt auch. Ich habe noch 2 Jahre Zeit, hier zu spielen. Aber es freut mich natürlich immer, wenn ich mit ihnen oben mitgehen darf. U19, der Pokal wird euch überreicht von Nora Häuptli, U19 Nationaltrainerin. Wie fest weiss man da schon, dass Saskia Bürki in den nächsten U19 Match jeweils zwischen den Pfosten steht? Das weiss ich auch noch nicht so genau. Also wir haben jetzt nächste Woche den Zusammenzug und dann werden wir sehen. Für mich wäre es schön, ich würde mich freuen, aber es liegt nicht alles in meiner Hand. Aber das Ziel ist schon, dass man den ACI jetzt bald Fuß fasst, oder? Das schon, ja. Lucia, Höhen und Tiefen hat man, wie Vivian Baumann gesagt, hat es in dieser Saison gehabt, aber doch positiven Abschluss. Gut in diesen Playoffs gespielt. Das Finale auch. Bessere Mannschaft gesehen, sicher über 50, 60 Minuten. Aber wenn ich mit Goal schießt? Ja, wenn weniger Goal schießt als der Gegner, gehst du als Verlierer vom Platz. Es war ein brutaler Start, das Spiel. Ich glaube, wirklich der erste Angriff, zack, boom, 2 Minuten, bis 1-0 hinten drin. Wir haben dann gerade probiert, gegenzuhalten, offensiv gespielt, gute Aktionen gehabt. Und nach einer Viertelstunde wieder gerade, zack, boom, 2-0. Ja, das ist die Klasse von IB. Ich denke, dass sie gerade, wenn ich die ganze Saison anschaue, total in Ordnung, weil sie sind wirklich die Besten in unserer Meisterschaft. Und wir haben gleich probiert, sie zu ärgern und ihnen das so schwer wie möglich zu machen. Und ja, leider nicht ganz gelungen für uns. Was nehmt ihr für FCL mit zurück nach Luzern von dieser Meisterschaft? Ich meine, lang hat und bei den Herren hat Luzern beim Nachwuchs nicht mithalten. Jetzt sind ihr sowohl in der Saison als auch in den Playoffs das zweitbeste Team gesehen. Was bedeutet das? Ja, eben, der finale Zug war unser Ziel und das musst du auch erst mal schaffen, auch wenn in den Playoffs vielleicht als Zweitplatzierter eh immer der Favorit bist. Aber wir haben ein ganz schwieriges Spiel in Aarau im Viertelfinale, wo nur 1-1 ist und dann das Rückspiel 8-0. Also so ein Spiel, ein K.O.-Spiel, das musst du zuerst noch liefern, oder? Und wenn du Favorit bist, ist es sowieso schwieriger. Und ich nehme viel Positives mit. Ich habe auch den Spielerinnen gesagt, ich gratuliere ihnen in dem Sinne nicht zu der Niederlage, aber zum zweiten Platz, beziehungsweise einfach zu dieser tollen Saison. Wir haben definitiv nicht die Breite, die man haben sollte. Aber wir haben immer das Beste daraus gemacht und gesagt, Ausreden zählen nicht. Und die Ausreden haben wir auch nicht gehabt. Und ja, es gibt viel Positives, das wir mitnehmen auf Luzern. Die Breite ist das Problem durchgehend bei Luzern. Der Glenn kommt immer wieder runter, geht Spielerinnen pflücken. Jetzt hast du ausnahmsweise mal Spielerinnen pflücken. Wie wichtig war es, also in einem Endspiel doch mit einer Svenja Fömmli und einer Chantal Ruf 2 Leute von der oberen Mannschaft zu haben? Ja, extrem wichtig. Also ich denke, das haben wir auch gesehen, vor allem Chantal hinten. Sie hat mit dieser Erfahrung uns so helfen können, die jungen Spielerinnen. Chantal war wahrscheinlich ein weniger nervös als die rechts und links von ihr. Und mit Svenja hast du halt einfach eine Waffe, eine, die auch aus keiner Chance ein Goal schiessen kann. Oder? Und das war ein super Zeichen, dass wir die Unterstützung für das Finale auch bekommen haben. Ja. Jetzt für die nächste Saison nimmt der Glenn ein paar Spielerinnen mit. Die Lea, wahrscheinlich eine von euren wichtigsten Spielerinnen, wird nicht mehr bei dir spielen. Was machst du dir für die nächste Saison? Ja, das ist der Lauf vom Nachwuchs. 2000er gehen weg. Das Ziel ist, dass die wegfallen, ins Eis kommen, in die Nation. Und ja, mit der Lea haben wir eine, mit der Michi Schneider haben wir eine, die sich super entwickelt hat in dem letzten Jahr. Und ja, um das geht es schlussendlich auch, um die Ausbildung, die Spielerinnen weiterbringen. Und wenn eine weggeht, ist es wieder eine Chance für eine andere. Es kommt ein anderer Goalie nachher, wo sich zeigen darf, der sich messen mit den Besten. Und ich freue mich. Ich freue mich auch auf die neuen Spielerinnen. Die gewisse gehen den Weg und gewisse kommen dazu. Lucia, gratuliere zum 2. Platz. Rolf, jetzt sehen wir uns in deiner Funktion auf dem Platz. Souverän. Luzern hat mehr Bau, aber dein Team ist tödlich jedes Mal, wenn es nach vorne geht. Super Abschluss für die Saison, oder? Ja, natürlich ein Top-Abschluss für uns. Den haben wir uns gewünscht. Ich glaube, wir haben uns den über die ganze Saison weg verdient. Auch wenn man sagen, dass Luzern das gerade heute speziell sehr gut gemacht hat. Ich spiele auch die ganze Saison gegenüber ihnen. Sind wir ja, sehr eng gewesen. Sie sind das einzige Team, das wir eigentlich nie wirklich deutlich erschlagen konnten, das immer mitspielen konnte.
Aber ich glaube, wenn man die ganze Quali anschaut, wo wir so viele Punkte Vorsprung hatten, dürfen wir schon sagen, dass das schlussendlich jetzt verdient ist. Und auch aufgrund von der ersten Halbzeit heute habe ich das Gefühl, kann man doch sagen, sind wir verdiente Schweizer Meister. Die erste Halbzeit ist eben, dort hat man gesehen, aha, wegen dem sind sie schon 3 Jahre in Folge Meister. Ein Team, das extrem genau weiss, wann es anziehen muss, wann es nachlassen muss, wie das man Räume zumacht. Und auch wenn Lea van Wiesenbeck nicht einen super Match gemacht hat, hat er wahrscheinlich 6-7-1 gewinnen, obwohl Luzern so gut spielt. Wie hast du das geschafft, über die Jahre jetzt das Team so aufzubauen? Ja, ich denke, das bin nicht nur ich, der das geschafft hat. Das ist ein Ergebnis von einer ganzen Nachwuchsarbeit, angefangen auf 15 bis auf jetzt in die U19, wo wir jetzt so sehr lange in der U19 mit einem grossen Stab von Spielerinnen können zusammenarbeiten können, die technisch-taktisch wirklich top ausgebildet sind. Und ja, ich glaube, in diesen 3 Jahren habe ich sicher nicht alles falsch gemacht, aber grundsätzlich denke ich, haben wir wirklich eine gute Mannschaft, wo man selbstverständlich immer wieder ein bisschen Details hat können schaffen und so weiterentwickeln. Aber ich glaube, das Lob gehört vor allem der Mannschaft, wo ich auch Ihnen vorhin gesagt habe, ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die so fokussiert und so konzentriert ihre Ziele anvisiert und richtig diesen Ziel schafft und eben in einem Moment, wo es darauf ankommt, auch bereit ist, wie eben jetzt heute und die ganzen Playoffs. Wenn man jetzt diese Kulisse hat, viele Fans, es macht Spass, ein guter Final. Wie fest tut es denn einem weh, wenn man denkt, man geht das Team ab und Davide? Das tut mir gar nicht weh, weil ich das Gefühl habe, Davide wird das Team genau gleich weiterführen können. Ich finde, es ist ein super Schlusspunkt vor allem. Und es spricht für mich für Playoffs, dass man solche Spiele hat. Es sind solche Spiele, die man will, mit Emotionen. Selbstverständlich für Luzern sind es jetzt nicht unbedingt positive Emotionen, aber ich denke auch sie haben Freude gehabt, diesen Modus, dadurch, dass sie so noch im Spiel waren, wo sie in einer normalen Meisterschaft mit 3 oder 4 Runden sicher nicht mehr gewesen wären. Und eben, für mich ist es ein super Abschluss. Und es tut mir nicht weh, das weiterzugeben, weil ich werde auch weiterhin mit Ihnen arbeiten, als technischer Leiter. Und ich habe Freude, wenn Sie da wieder den Titel nächstes Jahr wieder verteidigen können. Gehen wir jetzt schnell von Rolf Kirchhofer, dem Trainer, Meistertrainer, muss man sagen, zum technischen Leiter. Viele von diesen Talenten, die du heute gehabt hast, haben wir auch schon in der Nation gesehen. Wie viele von denen können wir erwarten nächste Saison beim Julien auf dem Matchblatt? Ja, auf dem Matchblatt, das muss der Julien entscheiden. Es ist sicher so, dass 4-5 von denen, die heute gespielt haben, nächstes Jahr auch wert im Kader stehen. Vereinzelt aber auch, auf jeden Fall noch U19 spielen. Und ja, wir sind gespannt, wie sie dort ihre Chancen packen. Ich habe schon das Gefühl, wenn sie genau gleich fokussiert und konzentriert arbeiten, werden sie sich dort etablieren können und sicher zu einigen Spielminuten kommen. Rolf, gratuliere zum dritten Meistertitel.